Liebe Zuschauer, wir sind heute im Weingut Schulze zu einer Pressekonferenz des Bundesehrenpreises für Wein. Neben mir steht unsere Weinprinzessin Daniela aus Zeitz. Liebe Daniela, was bedeutet Bundesehrenpreis? Also der Bundesehrenpreis ist eine sehr hohe Auszeichnung, die pro Weingebiet nur einmal vergeben wird. Dazu werden die Weine, die vorher auch schon bei der Landesweinprämierung ausgezeichnet wurden, eingereicht. Und dann wird natürlich geschaut, wie ist die Qualität, es wird verkostet. Und wenn man sich als bestes Weingut herauskristallisiert, erhält man den Bundesehrenpreis. Bundesehrenpreis ist also etwas wirklich Besonderes für den Weinbau an sich. Und Herr Schulze ist ein ausgezeichneter Winzer. Ist das so richtig beschrieben oder laienhaft? Nein, das ist, kann man so sagen. Also es ist richtig beschrieben. Er ist im Prinzip der Winzer im Saale-Unstrut-Gebiet, der den Bundesehrenpreis erhalten hat. Es werden, also im letzten Jahr wurden 21 Bundesehrenpreise verliehen. Da hatte er ja schon letztes Jahr den Bundesehrenpreis erhalten können und dieses Jahr wieder, also zweimal in Folge. Das ist wirklich schon eine Wahnsinnsleistung, die er da gebracht hat. Ich danke Ihnen für die liebe Information, für Ihre Zuschauer. Gerne. Wir sind jetzt in der Kellerei in Döschmitz bei Herrn Schulze. Herr Schulze bekommt nämlich morgen den Bundesehrenpreis verliehen in Würzburg. Und beschreiben Sie uns mal kurz den Bundesehrenpreis, bitte, Herr Schulze. Das ist die höchste deutsche Weinauszeichnung und die Bundesweinprämierung ist da die Voraussetzung, an diesem Bundesehrenpreis teilzunehmen. Und welche Rebsorte war das? Frage ich mal laienhaft. Das hängt jetzt nicht mit einer Rebsorte zusammen, das geht über das gesamte Sortiment, was man bei der Bundesweinprämierung angestellt hat, und daraus entsteht dann halt die Voraussetzung für einen Bundesehrenpreis. Und wenn man dann mindestens 4,0 Punkte im Durchschnitt hat und der beste Betrieb im Gebiet ist, dann kriegt man halt einen Bundesehrenpreis. Dann von meiner Seite erstmal ganz viel Glückwunsch. Was ganz Besonderes, neben mir stehen lauter Majestätinnen. Sie sind die Majestät? Also ich bin die Gebietsweinkönigin von Saale-Unstrut und ich möchte natürlich auch meine Glückwünsche überbringen. Mich freut es ganz besonders, dass ein Winzer aus Saale-Unstrut den Bundesehrenpreis bekommt. Und ich fahre morgen mit ihm nach Würzburg und dort wird der Ehrenpreis übergeben. Und ich freue mich schon auf die Veranstaltung. Habe schon einen Wein vom Weingut Schulze im Glas und der schmeckt vorzüglich. Also können Sie den auch gerne mal probieren. Ich danke Ihnen vielmals. Und Sie haben noch jemanden mitgebracht? Genau, die Zeitzer Weinprinzessin habe ich noch mitgebracht. Es gibt 14 Weinprinzessinnen im Anbaugebiet und die Zeitzer Weinprinzessin ist genau für dieses Weingut auch zuständig. Wir sind ja hier in der Nähe von Zeitz in Döschwitz und das passt sehr gut, dass sie heute auch mit dabei ist. Also jetzt geben wir das Mikrofon unserer Zeitzer Prinzessin Daniela. Also ich freue mich, dass wir heute auch hier zusammengekommen sind im Hinblick auf die Verleihung des Bundesehrenpreises. Das Besondere ist ja, Sie haben es zweimal geschafft. Das Weingut Schulze repräsentiert somit die wunderbaren Weine auch in der Zeitzer Region im Saale-Unstrut-Gebiet. Und dazu auch von mir meinen herzlichen Glückwunsch. Und die Erläuterung zum Blubbern im Hintergrund, das ist nicht Weinhunger, sondern was ist das? Das ist die Weingärung, also das Gärröhrchen. Es entsteht Kohlensäure und die muss irgendwo entweichen und die geht über das Gärröhrchen nach oben raus. Also Sie haben es gehört, Zuschauer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ciao. Liebe Weinfreunde, Sie sehen heute die zwei Hauptakteure des Entwurfs der Zeitzer Weinfibel. Ohne Dr. Beach, ohne meine Wenigkeit und ein Historiker, Günter Albrecht, wäre es nicht gelungen, vom Ende Juli bis Anfang Oktober eine Weinfibel nach Zeitzer Art zu präsentieren. Wir danken Ihnen, ich danke dir, lieber Günter, ich danke den anderen und ich freue mich, dass das Werk so gut gelungen ist. Sie sehen das hier in meiner Hand.